Herzlich willkommen, euren Freunde, zurück zu Animal Crossing. Schaut mal meine Maracas an. Ja, der letzte Part, wie ein paar bemerkt haben, wurde da wieder gelöscht, weil da war mein Sound komplett kaputt. Ja, es tut mir leid, Leute. Ja, wird vielleicht irgendwann nochmal vorkommen, aber heute nicht, ja. Ich habe so gut gesprochen, ja, in dem Part, ja. Ich kann mich heute eigentlich nur noch blamieren, Leute. Naja, mein lieber Moritz, obwohl ich weiß, dass es nichts nützt, boah, puste ich mir immer wieder in die eiskalten Hände. Zum Glück tut es bei dieser Kälte auch nicht so weh, wenn ich mir aus Versehen in den Finger piekse. Voller Sehnsucht nach Sonne, Mama. Ja, schön für dich, ne? wie viel Geld habe ich? 4.400, bla bla bla. Und Essen natürlich. Da wir gehen erstmal vom Wasserfall weg, weil der nervt mich ein wenig. So, was haben wir denn Schönes bekommen? Geschenke. Stickbild von Mama. Ich hab mir doch... Ah, hier unten. Ah, ich verstehe. Denn es gab ein Update, Leute. Das habe ich euch im letzten Part gezeigt, also zumindest was bis jetzt neu ist. Der komische Typ, der auf dem Platz dann ist zum Karneval. Der ist nämlich noch nicht da, glaube ich. Ich glaube nicht. Aber wir haben interessante Sachen bekommen. Hier so ein Z. Guck mal, da kann man hier... Ui, ja, toll, oho, wow. Und Resetti, leider nicht als irgendein Charakter. So eine Tröte. Bah. Alles klar. Früher konnte man mit so einer Tröte hier Leute suchen. Um zu wissen, wo die sind. Die scheinen dann. Hier bin ich! Sorry, Resetti, wo bist du? Hier, platzieren. Ja, hallo Resetti, da bist du ja endlich. Du hättest aber auch ein böseres Gesicht machen können, ganz ehrlich. So, ins Lager. Wegpacken, bitte. Das braucht ja hier kein Mensch. Football-Tablet, ich auch weg. So, haben wir hier noch was? Stickbild von Mama an die Wand, bitte. Oh, Mann, ey. Dann hier, bitte. Sehen wir jetzt das erste Mal? Mann, ich dachte, wir sehen jetzt unsere Mutter das erste Mal im Spiel. Naja, dann nicht. An die Wand. Oh, Mann, ey. Komm, schaffst du das? Bitte. Sehr gut. Sehr schön, das lassen wir da mal hängen. Gut, Leute. Ich habe mir gedacht, im letzten Part habe ich über Serien gesprochen, die ich aktuell schaue. Nicht über alle. Ist mir nämlich im Nachhinein aufgefallen. Deswegen kommen jetzt erst die neuen Serien, die ich geschaut habe. Und danach rede ich nochmal ein bisschen über die Serien, in denen ich im letzten Part gesprochen habe. Den ich nur nicht gut aufgenommen habe. Doch. Ne? So machen wir das heute. Ich finde es schön, dass es endlich mal schneit. Ich gehe, glaube ich, fast so gut wie jeden Tag hier online und es schneit nie bei mir. Ich weiß, dass es, glaube ich, noch einen Schneesturm gibt, aber den hatte ich auch noch nicht. Das finde ich echt schade. Ich hätte gerne einen Schneesturm. Den hätte ich echt gerne. Okay, dann fangen wir an. Auf jeden Fall Riverdale Staffel 5 oder 6. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, es ist Staffel 6, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Was, lass mich mal überlegen. Erste Staffel war mit Blackwood. Zweite Staffel war mit... Das war auch mit Blackwood, oder? Wo dann hier dieser Chuck dazu kam. Dann hier dieser Evergarden. Nee, der war vierte Staffel. Nee, dieses komische Drogenspiel da. Oh Gott, wie heißt das denn? Gargoyles and Dingsy Bumsies. Dann Edgar, wäre 4. 5 waren dann hier zusammen mit dieser komischen Truppe von Jughead da, in dieser Schule, der Dichter und sowas. Dann müsste das jetzt 6 sein, oder? Ich meine schon, also falls mein Instinkt mir das richtig erklärt hat. Auf jeden Fall schaue ich die aktuell. Komm halt jede Woche am Donnerstag eine neue Folge. Da freue ich mich auch meistens drauf, außer auf Karaoke-Folgen, das ist nicht so meins, so Musical-Folgen. Also wenn die gute Lieder haben, dann okay, aber nee, sonst nicht so. Also alte Lieder mag ich halt nicht so gern und meistens werden die dann benutzt.
Ja, dann auf jeden Fall. Ja, haben wir Riverdale sehr, sehr schnell abgehakt, ne? Auf Netflix natürlich. Dann schaue ich aktuell die letzte Staffel von The 100. Wer The 100 nicht kennt, in der ersten Staffel geht es darum, dass die Erde nicht mehr bewohnbar ist. Und dass die Menschen halt in einem ganz, ganz großen Raumschiff leben. Und dann werden die Kriminellen, weil die können da nicht ewig leben, weil die Luft geht, glaube ich, langsam leer, haben die Kriminellen, die in dem Gefängnis Trakt waren, haben sie dann auf die Erde geschickt, um zu schauen, ob die Erde wieder bewohnbar ist. Und ja, jetzt sind wir in der siebten Staffel. Die siebte Staffel gefällt mir deutlich, deutlich besser als Staffel 3, 4, 5, 6. Ja, 7 ist echt gut, wirklich. Auch sehr, sehr spannend. Und ja, auch ein bisschen emotional, kann ich schon mal sagen. Ja, boah, jetzt gib mir die Tablette, ey, Alter. Alter Schwede. Ja, ich schau die momentan auf Six. Die kommt jeden Donnerstag. Ist aber jetzt schon fast vorbei, Leute. Ihr könnt, glaube ich, nur noch die letzten drei Folgen nachschauen. Und dann, ja. Ne, Donnerstag ist dann die Staffel beendet, auch die Serie beendet, was ich sehr, sehr schade finde. Ich mochte The 100 sehr. Außer Staffel 5 fand ich nicht ganz so cool irgendwie. Weiß nicht. Keine Ahnung. War nicht so cool. Einfach. Dann haben wir auf jeden Fall. Ich beziehungsweise hab. Was habe ich denn gesehen? Achso, Fate the Winx Saga. Das ist die Realverfilmung. Beziehungsweise, ne? Realserie oder so. Wie sagt man das denn bei Serien? Auf jeden Fall eine Realserie, ja? Und keine Zeichentrickserie mit Winx Club hier, mit Bloom und sowas. In der neuen Serie sind auch viele Charaktere dabei von Winx Club. Aber die ist düsterer. Knackiger, schneller. Also der Inhalt wird sehr, sehr schnell abgerackert. Ich denke, das haben sie jetzt erstmal extra so gemacht. Vielleicht werden sie das dann auch nochmal ändern in der nächsten Staffel, falls es eine geben wird. Aber ich glaube schon. Ich bin eigentlich der festen Meinung, dass es eine geben wird. Ich fand die echt gut. War wirklich nice. Viele meckern halt wegen der Serie, weil Musa zum Beispiel keine. Gott, jetzt kann ich mich auch nur blamieren, oder? Weil Musa keine Chinesin da spielt? Also, dass es keine chinesische Darstellerin ist? Ich finde sowas jetzt nicht so wild. Ich weiß, es ist kacke, aber da gibt es auch noch andere. Also, weiß ich nicht. Facewatch nennt man das, glaube ich, meine ich. Mir ist das eigentlich egal. Hauptsache, die Serie gefällt mir. Und ja, ich finde die schauspielerische Leistung ist auch in Ordnung. Ich finde es auch cool, dass Bloom ihre alte Synchronsprecherin behalten hat. Das ist echt mega cool. Muss ich schon sagen. So, ich bin gespannt, ob ich den Schneemann schaffe. Ich glaube nicht. Ich bin so schlecht im Schneemann bauen. Na, Leute. Ihr wisst es. Nee, weiter will ich nicht, sonst ist er gleich kaputt. Ich kenne mich, ich kenne mich. So, die stellen wir jetzt dahin. Aber jetzt tun wir noch. Bis zum Hals habe ich, glaube ich, herausgefunden. Beziehungsweise habe ich im Stream erfahren. Sonst. Gib. Ah ja! How to Get Away a Murder. Ich habe jetzt schon länger die Serie nicht mal gesehen. Ich glaube 4 Tage. Weil ich musste so viel nachholen an Streams und an Videos und sowas. Da habe ich das nicht mehr geschafft. Nee, ne? Ich hasse Schneemänner bauen. Mina, du hast nur scheiß Möbel, ja? Das will ich eigentlich auch nicht besuchen, ganz ehrlich, ey. Och, Mann, ey. Ich hasse diese Schneedinger. Boah, jetzt brauche ich einen Frusttoffifee. Den gönne ich mir jetzt, Leute. Ja, nice. Lecker, lecker. So, wir gucken jetzt erstmal, ob es hier neue Sachen gibt. Weil ich habe gehört, es gibt was Neues. Schokoladenherz. Kaufe ich mal zwei, ich weiß nicht, ob man die sammeln muss.
Hier verkaufe ich auch mal zwei. Poster ist nichts Neues. Buch, Marker, Strickmuster zur iPhone-Brille. Nee. Ja, danke, beenden. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich habe. Ich guck mal eben. 8. Oh, wird echt langsam weniger. Ich müsste mal irgendwann wieder Rüben kaufen. Dann Nuckmann einlösen. Es gibt Emotes, aber ich bin noch nicht sicher, wann die da sind. Aber es scheint mir, dass die momentan noch nicht da sind. Oder die sind hier unten irgendwo. Nee. Ach, die Filme noch? Dann habe ich alle. Okay. Gut. Nur mal wieder raus. Hab jetzt auch gesehen, die ersten haben schon ihr Museum fertig. Aber ich habe aktuell keine Zeit, mich um die ganzen Fische jetzt zu kümmern oder so. Das ist mein kleines Problemchen. Oh, hallo! Moritz, ich habe überlegt, von dir wegzuziehen. Was? Mir gefällt es hier schon, aber ich brauche einfach eine Veränderung. Nee, sorry. Tut mir leid, Mann, aber ich will dich hier behalten. Ich weiß nicht, welchen... Guck mal eben mir meine Bewohner an. Da ist die Karte. So. Nee, ich will niemanden von meinen Bewohnern weg haben. Eigentlich. Ah, doch, die Frösche. Die Frösche sollen weg. Da bin ich kein Fan von. Kein Fan von Fröschen. Was ist Anleitung? Was haben wir hier denn? Ach, diese Waschbärenfigur. Ja. Cool. So, dann gehen wir eben hier shoppen, gucken, ne? Bin gespannt. Da Mina da ist, ist auch niemand anders da. Was ich immer noch sehr schade finde. Es gibt neue, diese Dinger hier. Eine Trommel, die nehme ich mit. Nehme ich. Sehr gut. Ah, 15. Februar. Ach, im Regal sind die Emotionen. Okay, kauf mir die Emotionen. Oh Gott, ich bin gespannt, wie viel die kosten. Das ist schon 100.000 oder so. Ja, nee. Ach Mann, ich hab zu wenig mit. Nee, danke. Sorry. Okay. Ja, ich verkaufe mal ein paar Sachen. Ich will was verkaufen. Ich brauche 2.000. Oder so. Dschungeltapete weiß ich gerade nicht. Ich habe ja gar nichts mit. Weihnachtsmann mit. Nee, ich will die nicht verkaufen. Hier Eisen, vielleicht bringt das was. Oh Gott, wie viel macht das? Macht doch fast gar nichts, oder? Oh, da bin ich jetzt aber überrascht. Das Eisen gibt also circa 250 hier, denke ich. Boah, ganz knapp passt es. Perfekt, Leute. Nehme ich. Schlepp und nepp. Ich möchte immer noch, dass ihr euch endlich mal ausbaut, ey. Ihr habt erstens immer nur scheiß Items, ja? Das muss man jetzt einfach mal sagen. Und zweitens, die Auswahl ist nicht sonderlich groß. Ich erwarte echt langsam mal ein Update von euch. Ganz ehrlich. Ihr seid fast ein Jahr lang genauso klein wie immer. Einfach nur lächerlich. Lächerlich. Selbst das Museum hat schon 2 Updates bekommen, ja? Das ist ja einfach nur peinlich. Schlepp und lepp. So, wo sind meine Emotionen jetzt hier? Gucken wir mal eben. Wo waren die denn? Das war dieses ZR, oder? Nee. Doch, ZR. Okay. Mann. Zeig mal her jetzt hier. Ich weiß gar nicht, was neu ist, Leute. Ah, hier. Rhythmus. Dann machen wir hier auch noch was Neues hin. Das.
Und Viva. Oh, Viva ist cool. Und wir machen Gunfett. Warte, gibt's noch mehr? Ich weiß es gerade nicht. Nee. Okay. Dann machen wir einmal Konfetti. Wuhu, Konfetti. Wuhu, wow. Cool. Statt Emotionen könntet ihr mal Lux und Schlips Laden erweitern. Viva! Alles klar. Und Aufforderung zum Tanzen. Aha. What the fuck? Leute, das ist genauso schlecht wie das diesjährige Dschungel. Die diesjährige Dschungelshow. Die hat mir überhaupt nicht gefallen. So langweilig, Leute. Boah. Oh. Und die SDS ist auch so langweilig geworden. Das kann man echt niemandem mehr erzählen. Naja. Jetzt kommt ja was Neues, ne? An Trash TV. Wir haben Germany's Next Topmodel und The Voice. Und noch 10.000. Ah, Temptation Island kommt, glaube ich. Kommt jetzt irgendwann wieder. Da freue ich mich auch sehr drauf. Naja, Leute. Ja. Boah, bist du klein? Nee, du bist ja richtig klein. Sind alle Bewohner so klein? Nee. Na gut, Leute. Das war's dann mit Animal Crossing für heute. Warte, wir schauen noch eben rein. Zu Tina und Sina. Und ich hole mir jetzt erstmal noch einen Toffifee, ganz ehrlich, ja. Nach dem Schock heute. Schau ich das. Es gibt Karnevalsachen. Sachen. Cool. Ich dachte kurz, ich hätte meinen Schwimmeranzug an. So. Was haben wir hier? Ein Ogre-Kostüm. Oh mein Gott. Finde ich schön. Und eine Maske. Cool. Wie? Herzchen-Turnschuhe, die sind doch neu, oder? Bestimmt wegen Valentinstag. Okay, Leute. Dann. Ich habe überhaupt kein Geld mit. Oh Mann. Manu. Okay, Leute, das war's dann mit Animal Crossing. Ich denke, das nächste Animal Crossing Video wird dann mit Favo sein, wenn Karneval ist. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Vielleicht gibt's ab dem nächsten Monat, also ab März, Streams von mir, weil dann hätte ich einen neuen Rechner wahrscheinlich. Wenn nicht, dann nicht, Leute. Ne? Okay, tschüss. Warte, wir machen noch hier. Konfetti. Wow, toll.